die Panzer rollen wieder hier in Deutschland. Neben mir Sascha Lubacker, Gudi. Schaut euch das mal an, was hier los ist. Der Gudi hat die Panzer losgeschickt und alles geht kaputt. Sascha, herzliche Gratulation, Viertelfinale der XMG Series hast du heute souverän geschafft. Ich habe das Spiel leider nicht live gesehen, aber du hast sehr gut gespielt. Wie war der erste Tag auf der Gamescom? Ich habe kaum was gesehen, ich bin ja... Guckt euch das an! Also ich bin erst um 16 Uhr angekommen, man musste dann direkt zum XMG Stand. Ich habe dann, während unser Viertelfinale gecastet wurde, kurz beim Silberstand, hier und versuche mich umzufallen. Was denkst du, wie deine Chancen morgen sind gegen mich? Spielst du nochmal? Ich kann kaum noch was. Ich spiele morgen gegen die Maga im Halbfinale. Ja. Gefällt mir ein bisschen besser als Nercio, das wäre die Alternative gewesen. Und ja, mal schauen, wie es gegen ihn läuft. Also ich denke, ich habe relativ gute Chancen. Sehr gespannt. Du hast ja schon gesagt, gegen Nercio stehe ich schon schlecht. Das ist übrigens Olli, der ist da oben festhält. Das ist der Olli. Stark. Wie gefällt dir die Gamescom sonst so? Ja, sonst habe ich noch nichts gesehen. Also ich bin halt, siehst ja so nichts. Ja, genau. So im Moment wegen dem Wind bin ich wirklich. Ich bin halt morgen da und habe halt nur das Halbfinale. Hast du auch noch? Ja, das ist am Samstag. Ja. Und morgen habe ich dann halt auf jeden Fall ein bisschen Zeit, mir auch die restliche Messe noch mal anzusehen. Das hört sich sehr gut an. Wirst du sagen, das neue Add-on-Spiel oder Diablo 3? Du hast schon gespielt! Genau, das habe ich gerade schon heute schon angespielt. Ja. Ich musste glücklicherweise auch nicht anstehen. Und er hat die Panzer wieder vorgeschickt. Ja, Diablo 3 bin ich jetzt kein großer Fan von, aber ich glaube, wenn spätestens wenn es draußen ist, werde ich es mal ein bisschen anspielen. WCG National Final, wie steht's da? Wir haben glücklicherweise wieder drei Spots. Von daher sind die Chancen ganz gut eigentlich. Ja, das wird jetzt halt ein bisschen besser sein können. Ich muss halt höchstwahrscheinlich in Runde 2 gegen Herzog. Eieiei. Das ist halt so schön. Ja, auch wenn er auf mich jetzt komisch guckt, weil ich gegen ihn in Runde 1 muss. Aber mal davon abgesehen, es steht immer noch ein Spiel aus und die Leute wollen sehen, du gegen Cloud, Best of 9. Wie sieht es damit aus? Können wir ja gerne machen. Also zum Beispiel Tag vorher. Vom ISF. Das wäre wahrscheinlich der 10.11. September, irgendwie sowas. Ja. Machen wir da einen Deal, kriegen wir das hin, jetzt ganz offiziell. Können wir das bitte mal mit der Hand hier filmen und festhalten? Ja. Dann sind wir dabei, das hört sich sehr gut an. Ich glaube, du freust dich, der ist ja jetzt bei mir und du wohnst ja auch nicht weit weg. Ja, der wohnt jetzt erstmal vorläufig bei mir und wird dann mal an den Deal festziehen mit einer eigenen Wohnung. Sie haben auch schon eine gefunden, die sie wollen. Also, das ist eine WG. Sascha, ich finde es sehr cool, dich wieder hier zu treffen. Ich freue mich auf die nächsten Tage. Ich hoffe, dass du es bis ins Finale schaffst. Wobei ich auch den Nimaga super gern mag, aber ihr seid beide einfach super sympathisch. Ja, wird auf jeden Fall ein cooles Turnier noch und ich hoffe, wir werden geile Spiele sehen. Danke fürs Interview. Schönen Abend.